Hallihallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, wollte ich schon sagen. Natürlich nicht. Natürlich zu Dick or Die. Ich bin gerade am Überlegen, was wollte ich denn hier? Warum stand ich hier? Hier unten wollte ich noch ein Reparaturtürmchen reinsetzen. Habe ich aber keins mehr. Genau, wir gucken mal gerade mal. Ich gehe gerade mal, ich flütze geschwind. Warte mal, ich brauche hier Pumpe. So, genau, wir brauchen nämlich Rückstoß. Ah, warte mal, das Plasma Scharfschützengewehr hat auch Rückstoß, ne? Jo, hat auch. Das Ding finde ich übrigens, mega nice. Und man konnte es ja in der letzten Folge mal schön in Action beobachten. Guck mal, wir haben ja ein bisschen Eisen, sehe ich gerade. Was wollte ich machen? Reparaturturm. Was brauchen wir denn? Ah, ne, warte, das ist der Verbesserte. Hä? Hallo? Wo bist du denn? Wo bist du? Ich finde ihn nicht. Hallo? Was ist denn los? Ah, hier. Ah, fuck. Wir brauchen die... Okay. Was haben wir denn? Tag hat gerade erst angefangen. Wir nehmen mal hier Lasergewehr. Einfach, weil es einfacher ist. So, für draußen brauchen wir nicht zwangsweise da. Muss ich unbedingt. Also, ist für die Nacht extrem geil. Ist auch so an sich geil. Aber hier, wo die ganzen Billigmobs nur rumlatschen, naja. Aber warte mal, was mache ich denn hier? Da drüben ist ja gar kein Wasser. Da drüben geht es ja nur zum monströsen Berg, den wir nicht abbauen können oder sonstiges, wo uns schwarze und rote Bienen erwarten. Flup, flup. Wir machen mal die kahlen... Naja, da hinten waren auch noch welche. Egal. Das kann hier nicht so... Naja, das, so sieht es schon besser aus. Wir brauchen Wasser. Oh, und ein Edelstein. Schwupp. Den nehmen wir natürlich immer gerne mit. So, es regnet, aber bringt uns nichts, denn wir brauchen einen See. So, was hier? Huch, habe ich schon wieder mal einen Frosch im Hals. So, hier, dich, genau. Hallo, Fisch. Oh, ne, die Drecksau droppt nichts. Oh, damit. Ich brauche aber Fischflossen. Ich will diesen einen verkackten Turm noch haben. Hallo. Ja, komm, die Pflänzchen hier, die können wir eigentlich gerade mitnehmen. Oh Mann, hier sind keine Fische. Das ist doch ärgerlich. Hallo. Hier ist mit Sicherheit auch nichts, ne? Ja, war ja klar. Sag mal, was ist denn hier los? So viele Mobs. Boah. Okay, das war knapp. Wo kommen die ganzen Mobs her? Warum finde ich keine Fische mehr? Warum droppt mir der eine Fisch, den ich gefunden habe? Nichts und überhaupt. Komm, bitte. Lass hier ein Fisch sein. Oh, einer. Wahnsinn. Und er droppt was. Aber ich brauche zwei. Jo. Komm schon, bitte noch ein Fisch. Noch ein Fisch. Das ist so ein Riesensee hier und da ist kein Fisch mehr. Da gibt's doch nicht. Warum liegt hier so viel Holz? Oh, da ist noch Wasser und kein Fisch. Fuck. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das ist echt ein bisschen frustrierend gerade. Ach, guck mal einen an. Flup, 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 flup. Ich weiß nicht, hatten wir das... Das ist keine gute Idee, ne? Scheiße. Oh, das war gefährlich. Wir brauchen die Pumpe. Wir machen mal ganz kurz aber folgendes. Der letzte Save war hier Alu besorgen, ne? Schapeichern. Doch, natürlich. Okay, geschafft. Easy. Jetzt müssen wir nur noch hier, komm, roten fahren, nehme ich gleich mal mit, wenn wir hier schon sind. Blöde Viecher. Ich hoffe jetzt nur, dass ich hier noch irgendwie einen Fisch finde und der Tag ist schon wieder halb vorbei. Das ist schlecht. Das ist nicht so gut. Nicht so gut. Da ist wieder Wasser, aber da ist noch kein Fisch drin. Fuck. Ich hoffe, ich finde hier noch einen Fisch. Ja, und natürlich auch einen Fisch, der was droppt, ne? So, hier wäre lauter Wasser, aber ich glaube, die schwimmen ja hier sehr selten. Außer dann halt wirklich im Untergrund.
Fuck, hier ist Map-Ende. Oh, hallo. Hallo. Ich mach mal ganz kurz hier. Ich nehme mal kurz hier ein bisschen Eisen mit. Wenn wir schon hier vorbeilatschen und hier gibt's Eisen, dann komm, machen wir das einfach mal. Dass wir nicht komplett mit leeren Händen zurückkehren. So ein Fischcan werden wir schon noch finden irgendwo. Das sollte nicht das Problem sein. Komm, rote Erde. Ich weiß nicht, brauchen wir mit Sicherheit irgendwann für irgendwas. Schub, schub, schub. Oh, hey. Hallo, Kohle. Ich weiß, Kohle brauchen wir. Oh, ich bin am Ersaufen fast. Ich weiß, Kohle brauchen wir ein. Wie das hier voll läuft. Und ich rede mir dauernd selber ins Wort schon wieder, ne? Merkt ihr das? Merkt ihr das? Ich merke es auf jeden Fall. Ich merke es. Der geht mir auf den Sack, der Typ, der mir da dauernd dazwischen labert. So, Kohle, weiß ich, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir auch Holz farmen und das dann verarbeiten zu Kohle. Aber, ne, was wir haben, haben wir. Nehmen wir mit, scheißegal. So, und ich ersauf gleich wieder. Ach ja, das ist, ich guck mal, was ich hier so finde. Vielleicht schiebe da noch was Schönes hier. Außer rote Erde. Flup, 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 flup. Das Krasse ist, wir können fast im Normalspeed schon durchlaufen, wenn da Erde ist. Das ist echt pervers. Da ist wieder Eisen. Oh Mann, ich muss heim. Verdammt, ich muss heim. Ah, ist das ärgerlich. Huch. Ja. Ich muss dringend heim. Schön, das. Ich sollte dringend heim. Es wird bald Nacht. Wir müssen gucken. Ja. Wir müssen gucken, dass wir halt drüben bei uns. Warte mal, war da ein Fisch? Fische, Fische, Fisch, 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 Fischi, Fischi. Und sie droppen nichts. Ah, oh, ihr blöden Fuck. Fische, ey, das gibt's doch nicht. Warte mal, hier. Komm schnell raus. Aus das Laserding hier. Da sehen wir Fische und die haben wieder nichts. Es ist doch ärgerlich. Zwei Fische sogar gleich. Das ist echt ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da... Naja, ich habe eigentlich... Ich würde gerne die Höhle weiter durchgucken, aber... Warte mal hier. Hau ab. Vieh, hau ab. Ich wollte kurz hier wieder zumachen, dass ich hier möglicherweise in See sammeln kann. Hallo. So, so, wir machen das mal hier so. Vielleicht sammelt sich dann hier ein kleiner See, ne? Hau mal ab hier. Lass mich mal in Frieden. So, einmal Pumpe und... Oh, geschafft. Gott sei Dank. Es ist jedes Mal aufs Neue wieder, ein wenig, brenzlig. So, mal gucken, vielleicht wenn wir mal wieder darüber gehen. Oh, guck mal hier, blaue Pflänzchen, die nehmen wir doch alle mit gerade mal. Die brauchen wir für Heiltränke. Wenn wir mal wieder darüber gehen, wollte ich sagen. Oh, Fische. Jetzt lass mich doch mal ausreden, Mann. Dann haben wir dort vielleicht wieder einen kleinen See. So, komm mal her, komm mal ran da. Alter, nee, tropp doch mal was. Das kann doch nicht sein. Ja! Ich hab ne Flosse. Ja! Wie gut, dass die Fische so einfach mal... Hätte ich auch hier bleiben können, ne? Wenn die einfach mal so ständig respawnen. So, wir sollten dringend heim. Ich weiß nicht, wie weit ist es noch bis heim? Bis heim? Bis heim, bis heim, bis heim. Ich muss schnell heim. Da ist noch ein Fisch. Und noch eine Flosse. Das gibt's doch nicht. Ich werd bekloppt. Jetzt troppen wir die Dinger hier noch und nöcher. Alter, wie viel Wasser hier gerade ist. Oh, was ist das denn? Keine Ahnung, was das war, aber egal, nehmen wir mit. Es wird Nacht. Jo, gleich ist auch Schluss mit der schönen Musik hier. Gleich ist Schluss mit der schönen Musik. Ach, Gott sei Dank, wir sind daheim. So, dann reisen wir das Ding hier mal. Tschu. Guck mal, ich sehe die Fledermaus gar nicht. Ich habe die absolut nicht gesehen. So, die Viecher kriegen wir Gott sei Dank per One-Hit down. Die Bienchen nicht, tatsächlich nicht, weil die echt stärker sind. Also die halten mehr. Oder mache ich mal mehr Schaden an den. Ich weiß schon gar nicht mehr. 28? 28. Dann mache ich 30 sogar. Ne, die haben deutlich mehr Leben.
wenigstens die Bienchen leuchten. Dann können wir die wenigstens schon mal hier auf 10 Kilometer Entfernung sehen. Die Viecher allerdings, die sneaken sich hier ganz schön ran, weil man sie nicht sieht. Ciao. Die müssen wir kurz hier ein bisschen, die müssen wir kurz hier ein bisschen Fleisch looten. Oder Blut, was auch immer das ist hier. So. Ach, schön. Da wird repariert. Ist das geil. Na. So, dann auch mal das gleiche Spielchen auf der Seite hier. So, nice. Ich weiß nicht, ob wir das nur für die Heiltränke brauchen oder ob wir noch... oder ob wir noch besseres... Oh nein, mein armer Turm. Oder ob wir damit noch was Besseres herstellen können. Aber ich glaube ja eher nicht, weil es gibt ja noch besseres, also besseres verstrahltes Blut. Ja, besser in Anführungsstrichen, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Hochwertigeres. Ich kann da auch einfach blind reinrotzen, weil einfach über den Boden semmeln und dann trifft das schon irgendwas. Alright, wir haben... Wir haben unser Material zusammen... Ah, halt, stopp. Ja, mach dir die Tür selber wieder vor der Nase zu. Ich baue jetzt erstmal... Ja. Oh, guck mal, Kohle haben wir jetzt auch schon 130. Nice. Wir sollten vielleicht mal wieder Alu sammeln gehen irgendwann. Sollten wir wahrscheinlich tun. Ich kann auch die fetten Türme mittlerweile bauen. Da brauchen wir allerdings auch 8 Alu dazu. Ich habe den noch gar nicht in Action gesehen, um ehrlich zu sein. Soll sehr langsam sein, steht ja hier, ne? Geringe Feuerrate, dafür aber mächtig. Macht 5-mal so viel Schaden. 1 die Sekunde, was hat denn der normale Turm? 1,7. Also ist fast doppelt so schnell. Das Ding ist ja dann gar nicht so langsam. Für 5-mal so viel Schaden, ne? Geht eigentlich. Kann man eigentlich nicht meckern. So, jetzt aber hier, Reparaturturm. Schnacke die Schnack, einen davon hätte ich gerne. So, hier oben, macht das schon hier, das ist ja easy. Und wir pflanzen uns mal kurz hier noch einen Stahlträger brauchen wir noch, genau. So, zack, 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 zack. Hier einmal Stahlträger. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Okay, also der deckt hier im Prinzip alles ab. Das heißt, ich kann da noch eins hinsetzen, da noch zwei, da noch eins, da noch eins. Ich könnte da noch ein paar hinsetzen. Ich habe jetzt nur... Hier zum Beispiel könnte ich noch einen hinsetzen. Ah, scheiße, ich habe keine Stahlträger mehr. Wir sollten auch irgendwann mal... Ich weiß, die Türmchen hier, die sind ganz ordentlich, aber wir brauchen... Ach, leck mich. Wir brauchen irgendwann bessere. Also, wir werden jetzt mal... Ich würde jetzt mal sagen... Huch. Ich würde jetzt mal sagen... Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Untergrund. Wir brauchen wieder Alu. Wir brauchen ziemlich viel Alu. Das ist echt schlimm eigentlich. Aber Problem wird sein, wenn wir bessere Mobs kriegen in der Nacht, dann kommen wir, glaube ich, mit den Kleinen irgendwann einfach nicht mehr hin. So, wir gehen hier, komm, einfach mal hier. Hallo. Okay, Plasma-Gewehr, scheiß drauf. Also Scharfschützengewehr, ihr wisst schon. Weil da sind die Dinger One-Hit. Das Lasergewehr ist schon geil. Aber das macht schon auch was aus, wenn du die Dinger einfach per One-Hit wegrotzt, ne? Das macht schon was aus. So, hier haben wir da... Ich werde einfach in Zukunft alles mitnehmen, was ich finde unten. Außer vielleicht Kohle. Da haben wir es nicht so nötig. Aber Eisen, ganz ehrlich, werden wir... mit Sicherheit immer und immer wieder brauchen. So, hier runter, runter, runter. Pow. Und jetzt läuft ja alles mit Wasser voll. Pow. So, wie sieht lebentechnisch sieht's gut aus? Kohle. So, Kohle, wie gesagt, lasse ich liegen. Oh, hier haben wir wieder Korallen. Korallen, Korallen, Korallen. Das heißt, wir sind jetzt definitiv tief genug für... Warum nehme ich Kohle mit? Oh, fuck, hier ist so viel Wasser. Wir sind definitiv tief genug für Alu, wollte ich sagen. So, komm, mach mal weg hier. Und hallo, falsch.
Koralle, Koralle, Koralle. Weg da, weg da, weg da. Oh, hallo. Euch habe ich ja nicht gesehen. So, eigentlich, also hier müsste es eigentlich Alu geben. Liebe Leute, hier müsste es eigentlich Alu geben. Wo ist das Alu versteckt? Ah, nein, das ist Eisen. Ich dachte schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott, war das knapp. Alter Schwede, war das knapp. Ich mache mir kurz hier oben so ein Zwischending. Pass auf, wir machen das mal kurz hier so. Flup, flup. So, halt die Klappe, da kommt jetzt kein Wasser mehr durch. So. Nein! Nein! Ich habe keine Tür mehr. Nein! Scheiße. Das Wasser kommt hier trotzdem hoch. Das reicht dem Wasser. Okay, naja, egal. Egal. Ich wollte das nur so als kleines Zwischending, dass wir da immer wieder hoch können. Aber ich hoffe nur, da kommt nicht mehr Wasser runter. Sonst läuft das Ding ja nämlich auch voll. Und dann haben wir ein Problem. So, kurz wieder hoch. Hallo. Wir brauchen, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Taucheranzug oder so einen Scheiß gibt. Wir brauchen irgendwas, dass wir länger tauchen können. Das geht mir so auf den Sack. Oh mein Gott, ist hier viel Wasser. Ich muss weg. Da ist Alu. War das Alu? Das war knapp. Und da unten ist so ein besseres Vieh, ne? Das ist... Das Vieh ersäuft. Das Vieh ist ersoffen. Ne. Allen Ernstes. Das Vieh ist ersoffen. Ist das geil. Okay, warte mal. Hier, wenn wir hier runtergehen, dann kriegen wir das nächste Mal wieder das gleiche Problem. Alter, ist das jedes Mal hier ein Geficke. Es ist so knapp und alles läuft hier mit Wasser vor. Das ist so schlimm. Nein, das ist ein Schwarzer. Das ist ein schwarzer Hund. Oder? Leck mich am Arsch weg. Ich will doch nur Alu. Ich will doch nur Alu. Scheiße. Hör mal, kann das sein, dass die Musik gerade lauter ist? Kann das, oh, nee, was ist da unten? Was ist denn das hier? Wo kommt das ganze Wasser her? Ist so ein Abfuck. Ich muss mir hier meine eigenen Höhlengänge buddeln, in der Hoffnung, das Wasser versiegt ein bisschen nach unten hin. Scheiße, wo ist Alu, ey? Ach, fuck, wir müssen bald wieder hoch. Das ist, die Nacht naht. Ja, hallo. Wo zum Geier ist Alu, ey? Schrick, plack. Ich weiß noch schon wieder nicht mehr, wo ich bin. Also so mal hier Richtung, also hier, ne, Richtung oben. So, wir machen hier ein bisschen Luft. Ich vergrößere die Gänge zur Not alle. Ist mir scheißegal. Aua! Ist mir scheißegal. Hauptsache das Wasser hat mehr Luft. Also mehr, ihr wisst schon, mehr Platz. Mehr Platz für Wasser. Dass das weiter nach unten absiegen kann. Sondern was ich hier gerade macht, das bringt überhaupt nichts. Denn. So, das ist gefährlich hier. Natürlich. Fuck, es wird gleich Nacht. Wir müssen heim. Ach, hau da ab. Lass mich doch. Lass mich doch in Ruhe. So, jetzt müssen wir nur schnell. Jetzt müssen wir nur schnell genug nach oben kommen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ja. Und hier ist schon wieder Wasser. Es ist überall Wasser, Leute. Es ist, oh mein Gott, nein. Das war doof. Das war sehr, ja, das war sehr doof. Okay.
Nichtsdestotrotz, wir haben weder Alu gefunden, mit den Schiffsschuppen. Mit den Fischschuppen hatten wir es auch schon nicht so ganz einfach heute. Elender Scheiß, ja. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Es ist, naja. Ich höre schon auf. So, aber es soll ja auch nicht... Kommen wir da hoch? Oh! Es hat gereicht. Es soll ja auch nicht zu einfach sein, ne? Sonst hätten wir ja... Sonst würde der Spaß irgendwie flöten gehen. Zu einfach will ich das nicht haben, aber ich würde... Ah, da sind wir. Da sind wir. Wir sind zu Hause. Ich würde aber trotzdem ganz gerne mal da unten ein bisschen Alu finden. Das Problem ist, ich könnte ja... Ich könnte ja... Na, könnte ich eigentlich nicht. Nee. Doch, könnte ich. Aber das... Ich brauche einen Taucheranzug. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, verdammt.